Am 28. Juni 1969 verhinderten Schwule und Lesben eine Razzia der Polizei im Szenelokal Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street. With Pride, mit Stolz für die eigene Form des Lebens und Liebens. In der ganzen Welt, auch in Pirna, tritt der Christopher Street Day jährlich genau dafür ein, für die Belange Homosexueller. Am 7. Juli ist es wieder soweit. Christian, du als Vorsitzender des CSD Pirna weißt bestimmt bestens Bescheid, was dieses Jahr im Programm der besondere Höhepunkt ist. Ja, ich weiß Bescheid, sehr gut sogar. Und zwar auf dem diesjährigen Christopher Street Day gibt es eine Demokratiemeile, wo sich die Vereine, Parteien, Organisationen vorstellen werden, wo sich der Besucher beraten lassen kann zu den Themen LGBTI. Und auch ein Wordcafé gibt es diesmal auf der Demokratiemeile, wo Politiker dran teilnehmen werden, wo der Besucher in einer kleinen Fragerunde seine Fragen an die Abgeordneten stellen kann. Und nach 5 Minuten wechseln dann die Abgeordneten den Tisch und jeder kommt dann halt mal zu Wort und kann seine Fragen mitstellen. Es gibt ja noch eine kleine oder große Freude, die euch dieses Jahr ganz besonders beglückt, sage ich mal. Ja, gibt es. Und zwar, dass wir nicht mehr der kleinste Christopher Street Day in Sachsen sind, sondern schon mit zu den größeren gehören. Wir hatten im letzten Jahr 2.500 Besucher über den Tag gezählt gehabt. Und das sagen wir dann selber, wir sind nicht der kleinste Christopher Street Day, sondern jetzt schon mit einer der größeren im Freistaat, sage ich mal jetzt mit, oder im ländlichen Raum auch mitgesehen. Christian, spürt ihr denn in irgendeiner Art und Weise auch einen Gegenwind? Was ist euch da widerfahren? Wie geht ihr damit um? Was heißt Gegenwind? Wir hatten es ja im letzten Jahr gehabt zu der Veranstaltung, dass uns in der Nacht von Freitag auf Samstag die gesamte Bühne aufgeschlitzt worden ist. Am Veranstaltungstag im letzten Jahr wurde versucht, die Veranstaltung zu stören. Das ist so bis jetzt erstmal der einzige Gegenwind aus dem letzten Jahr. Was jetzt in diesem Jahr jetzt aktuell passieren wird, wissen wir noch gar nichts diesbezüglich. Aber ich sag mal, es gibt schon ein paar im Landkreis jetzt mal gesehen oder auch in der Stadt Pirna, die mit Schwulen und Lesben schon ein Problem einfach haben. Und wir sagen uns, wir möchten euch nicht Böses als Schwuler oder als Lesbe, sondern wir sind genauso Menschen wie du und ich. Und selbst zum Christopher Street Day rufen wir alle Bürger aus der Stadt Pirna, aus dem Landkreis auf, kommt zu uns am 7.7. und habt einen schönen Tag einfach mit uns.